So, weiter geht's. Ja, viel reden werde ich nicht. Nicht allzu viel. Halt. Und weil ich Aldi Waldi mich echt darauf konzentrieren muss. Herausforderung starten. Machen wir doch mal klar. Simulation aktiviert. Waffenenergiesystemdiagnose online. Aha. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Mach ich. Halt. Oh, ei, der steht. Sperrfeuerstufe 1 bereit. Gut. Hallo? So. Diagnosestufe abgeschlossen. Gut. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Gut. Halt. Sperrfeuerstufe 2 bereit. Und tschüss. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3. Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um gut, die Diagnose abzuschließen. Ich versuch's. Aua. Sauber, der Mann. Ja. Abgeschlossen. Tolle Wurst. Vorfahren. Batman, ein Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich habe das GCPD gewarnt, ihre Männer von den Straßen abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. I on my way. So. Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Nee, nicht wirklich. Da draußen jemand, der es ist. Nein. Nein. Komm hier hin. Ah. Ey. Nein. Aua. Doch. Mann. Der mich irritiert hat mit dem Festhalten. Ja. Jim, sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy. Ja. Gut, dann in Demantau. Ja, da werden wir ja noch einige Spiele hinbringen. Und mit den, ja, ich werde mich darauf konzentrieren, auch die Riddler-Rätsel alle zu machen. Und vor allen Dingen die grünen Pippels und Autos werde ich hier drauf achten. Ja, ich werde dafür aussteigen. Gut, dass du da bist, Batman. Bring sie nach unten in den Zeltbereich. Ja, mache ich. Und ja, ich will alle Riddler-Rätsel schaffen im Let's Play. Was zur Hölle? Ich schieße! Das ist Batman! Ja, genau. Das habe ich vor, ob es so passiert. Aber ihr werdet kein einziges verpassen. Das verspreche ich euch schon mal. Ja. Fortschritte bei der Analyse des Angsttoxins? Wird etwas länger dauern. Komm zum Uhrenturm, wenn du soweit bist. Und ich zeige dir, was ich bisher habe. Gut, mache ich. Wo hast du denn fahren gelernt?
Naja. Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auch nicht schlecht. Lass die Finger von der Braut, Leute. Ist nicht gut. No way. Scarecrow wird dich fertig machen, Batman. Mhm. Ernsthaft? Warum gibst du dich überhaupt mit diesen Idioten ab? Ziviler Ungehorsam? Da draußen tobt ein Krieg und wir haben weder die Männer noch die Ausrüstung. Seht mal, wer da ist. Ivy, das wäre eine Sorge weniger. Ist die Isolationszelle bereit? Natürlich. Tja. Oh toll, noch eine Zelle. Tja, Ivy. Das ist jetzt... Fühlst du dich jetzt sicherer, weil ich eingesperrt bin? Nö. Harley hat mich aus der Zelle in Bloodhaven rausgeholt. Warum versuchst du nicht, sie zu verhaften? Kommt noch. Ich lass mich nicht einsperren wie ein Mensch. Das weiß ich, aber es passiert ja gerade. Mich einzusperren ist ein Zeichen von Verzweiflung, Batman. Ich sehe es in deinen Augen. Du hast Angst. Ja, das ist ja richtig. So, was machen wir jetzt zuerst? Lasst mich mal... Ja, wie ich das wirklich mache, alles, das weiß ich noch gar nicht genau. Nee, der Anfang ist zwar... Ja, komm, gehen wir mal zum Interview. Da ist noch nichts. Was haben wir hier? Achso, das sind die hinteren Zellen. Ja, naja, die brauchen wir jetzt noch nicht. Nee. Ja, irgendwann müssen sie da mal anbauen. Ja. Ja, ich habe das Spiel ja schon auf 120% durch. Ich war am Überlegen, ob ich ein Let's Play mache mit allem drum und dran, aber da habe ich mir gedacht, nee, das machst du nicht, weil Aldi. Ich bin kein Politiker, Sir. Das ist mein Problem. Nee, meins auch nicht. So, was haben wir denn hier? Die Hälfte der Randalierer tragen Gasmasken. Schauen die denn keine Nachrichten? Scarecrows Gift durchdringt alles. Das ist wirklich wahr. Wenn einer unserer Jungs so einem Teil begegnet, wird er in Stücke gerissen. Ja. Wir werden nicht fertig mit dem, was dort draußen vor sich geht. Ich habe dort Männer und kann ihnen nicht helfen. Ja, das ist ganz übel. Die Leute vergessen, dass auch noch die normalen Spinner da draußen sind. Die haben sich heute sicher nicht freigenommen. Nee, das ist erst recht nicht. Nee. Da will ich hin. Genau. Komm schon, geh ans Telefon. Jawohl. Ja, das Ding wird noch. So, hier haben wir die erste Trophäe, die allgemein da ist. Lang. Danke. Riddler Trophäe. Hi, Diddle, Detektiv. Ich sehe, du hast begonnen, deine schwächlichen grauen Zellen an meinen Rätseln zu messen. Ich hatte viel Zeit, sie mir auszudenken, Batman. Als du mich geschlagen und gedemütigt in Arkham City zurückliest. Ich bin der Riddler, Batman. Ich toleriere keine Erniedrigungen. Ich zahle sie zurück. Löse meine Rätsel, wenn du es kannst. Sie werden später sehr wichtig sein. Ja, das ist wirklich wahr, das stimmt. Wow, hier haben wir natürlich allerhand. Ich weiß, dass ihr das alle kennt, aber ich tue jetzt mal so, als wenn das Spiel brandneu wäre. Zwei zeremonielle Schwerter, sie gehörten Rush. Ich meine, Ra's al Ghul. Wir haben sie unten im Wonder Tower gefunden, in der Nacht von Protokoll 10. Sie waren voller Blut, da war aber keine Leiche. Nee. Killer Croc. Ein Schockhalsband mit der Aufschrift Arkham Asylum. Es gehört Killer Croc alias Waylon Jones. Es wurde in der Kanalisation gefunden. Das ist ziemlich beschissen, denn es sollte diesen Mistkerl unter Kontrolle halten. Ja, hat ja nicht ganz so funktioniert, ne? So, Deadshot. Ein Gewehr und zwei Handgelenkwaffen, eingesetzt von Floyd Lawton alias Deadshot. Mhm. Noch einer, den wir freilassen mussten, als Arkham City dicht gemacht wurde. Ja. Aber sein Spielzeug kriegt er nicht wieder. Der Electrocutioner. Schockhandschuhe. Sie gehörten dem Electrocutioner, alias Lester Buczynski. Der
Der Joker hat den Typen in der Nacht des Blackgate-Aufstands angeheuert und dann getötet. Batman hat sie sich angeblich für eine Weile ausgeliehen und dann hierher gebracht. Er verprügelt Ganoven wohl lieber auf die gute alte Art. Ja, macht mehr Spaß. So, hier haben wir... Eine Elektroschock-Pistole. Sie gehört Batman alias... Wir fragen lieber nicht nach. Genau. Batman hat das mit dem Rest der Beweise aus Arkham City hier gelassen. Cool, sowas in unserer Asservatenkammer zu haben. Hoffentlich will das nicht mehr zurück. Ja, bin ich gerade bei. Ja. Brauchen tue ich diese. Ja. Sauber. Ja, wir kriegen ja... Nee, ich sag jetzt nichts. Ich greife jetzt nicht wieder vor und... Ja, ich werde jetzt nicht hier alles einzeln machen, sondern... nach und nach werden wir das hier alles kennenlernen. Ich halte ihn nicht auf. Was siehst du mich an? Sorry. Ja. Was brauchen wir denn noch? Reden? Nee, ich werde jetzt auch nicht mit jedem hier quatschen. Wo ist denn jetzt Cash wieder? Achso, hier, der ihn muss ich. Der hat sich hier in Ivy verliebt. Hey, Batman, langsam fange ich an, Ivy. Du weißt schon, attraktiv zu finden. Ist das normal? Naja, lass aber deine Hose zu, ich sage dir. Das wäre dein allerletzter. Ja. Aus der anderen Richtung kommt nicht viel. Wir sind so hier auf uns gestellt. Zu klein? Yes, das zweite Rätsel gelöst. Sauber, der Mann. Gut, reden wir mal mit Cash. Da kann ich nicht viel tun. Wir sollten uns glücklich schätzen, dass dieser grünhaarige Bastard tot ist. Naja, also... ich weiß nicht, ob der tot ist. Sieh mich auch! Scheiß Bürokraten. Wir sind jetzt allein. Wir schaffen das, Jim. Was gibt's Neues? Es gibt Vorfälle. Überall in der Stadt. Cash, eine Zusammenfassung. Na schön, sehen wir mal. Zuallererst, wir haben den Kontakt mit den Feuerwehrleuten der 17. Wache verloren. Wir haben ihre letzte bekannte Position, aber allein überleben sie da draußen nicht lange. Bekannte? Etwas Merkwürdiges. Leichen sind aufgetaucht. Und wir konnten uns vor der Evakuierung nicht darum kümmern, aber die Forensiker sind fast durchgedreht. Üble Sache. Dann haben wir den Riddler mehrmals beim Bahngelände rumschleichen sehen. Wie wir den Kerl kennen, führt er etwas im Schilde. Oh ja. Ich weiß, du bist beschäftigt. Aber wenn du uns hilfst, wird das Leben retten. Keine Sorge, Jim. Ich habe jemanden auf Scarecrow angesetzt. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Ein paar Leute durchkämmen gerade den Süden und Westen von Gotham. Ich stoße zu ihnen, wenn ich hier fertig bin. Wir finden diesen Mistkerl. Auf jeden Fall. So, Missionsauswahl. Machen wir glatt. Nee. Irgendwas war da mit Uhrenturm, ne? Trifft dich mit Oracle. Genau, am Uhrenturm. Die sehe ich mir später an. Scarecrow hat Vorrang. Was? Okay. Na gut. Wenn ihr den Hafen durchsucht habt, stoßt zu Michaels und arbeitet euch entlang des... Sehr gut. Ja, armes Schwein. Er immer wird nicht damit leben können, wenn er erfährt, was er in diesen Diner angerichtet hat. Reporter wird garantiert seine Marke verlieren. Der Reporter, kann ich da jetzt rein? Das hat er nicht verdient. Jo. Das dritte Rätsel mit Chat geht ja immer. Sind wir gleich fertig hier. So, reden wir mal was mit. Was willst du hier, Ryder? Hey, wie geht's meinem liebsten maskierten Rächer? Ist eine dieser Nächte, was? Du solltest nicht in der Stadt sein. Du denkst bestimmt über das Band nach. Du bekommst es, wenn du mich auf den neuesten Stand bringst. Was meinst du? Es ist hier nicht sicher. Du hättest evakuiert werden sollen. Und die Story des Jahres verpassen? Ah, des Jahrhunderts. Das ist sie. Meine Chance, zurück nach oben zu kommen. Quid pro quo, Batman. Was Neues zu Scarecrow? Gibt's Spuren? Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Genau. Hey, ich versuch's. Die kommen immer zu mir. Wahrscheinlich. Jack Ryder. Ja. So, dann wollen wir mal hier verlassen. Hey, Batman! Schätze, Scarecrow ist dir entwischt. Hast wohl mein Handgelenk grundlos gebrochen. Nö. Bing. Ich finde das so geil. Ja, es ist so heavy. So. Herz zerreißen. So, dann wollen wir mal uns auf den Weg machen zum Uhrenturm.
und gucken, was unterwegs noch so anliegt. Sie haben beobachtet, wie es sich in einer Art Panzer verwandelt hat. Ja. Guckt ihr euch an. Hier. Genau genommen, Lucius, ist er ein wenig träge. Ich dachte mir, dass Sie so etwas sagen würden. Geben Sie mir einen Moment und ich bringe den Nachbrenner online. Danke, Lucius. Es ist gut, dass Sie hier geblieben sind. Genau. Sie wollen mir danken, Mr. Wayne. Versuchen Sie einfach auf der Straße zu bleiben. Ich habe bald weitere Upgrades für Sie. Gut, Nachbrenner. Da ist er. Ich habe einen Nachbrenner. Wir sind nicht prickelnd. Ja, das ist, da werde ich noch ein bisschen dran feilen müssen, ja. Sache, ich hab's zwar durch auf normal, nicht auf einfach, wie sonst. Und, ja. Wie gesagt. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt die letzten Tage, habe ich aus den ganzen Aufnahmen, die ich gemacht habe, die Riddler-Rätsel rausgesucht. Ja, completely. Mir fehlen, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Aber ich sage ja, ihr werdet nicht einen einzigen Riddler-Rätsel werdet ihr verpassen. Nicht eins. Nein. Aber wie gesagt, schauen wir mal weiter. So, benutzen. Identität bestätigt. Mhm. Au. Au. Halleluja. So, schauen wir mal. Wow. Auf Molekularebene. Komm in die Welthöhle und bringe deine Sachen durcheinander. Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, was wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Yep. Bruce, ich habe mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Juppadi. Ja, Moment, kann ich das schon? Warte mal. Nee, ich habe ja noch keine Ging-Gedöne und so. Könnte ich mal wieder hoch? Ja. Gut. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort, gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Genau. Halte zum Sturzflug aus dem Lauf. Ja, wo muss ich denn hin? Dort. Ich dachte ja, schon, Arkham City war ein Spaß, aber das ist um Welten besser. Yes! Ja, um Welten besser, da gebe ich dir auch recht. Das hat mir aber auch, wenn ich ehrlich bin, richtig, richtig neu. Die Schwierigkeiten, die ich am Anfang dabei hatte, das war... Wow. Ja. Ich hatte es schon mal 2019, ja, hatte ich das schon mal gespielt und bis 79%, aber da waren nur, ich glaube, 6 oder 7 Riddler-Rätsel hatte ich nur gemacht. Ja. Und, halt. Ja. Zack, die Bohne, bums die Erbse. Was muss ich jetzt noch? Ach so, ja, stimmt. Zack, die Bohne und so geht's. Halt. Fernzugriff. Hm.
Ey, es ist echt der Hammer. Hey. Der Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Sie lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. I on my way. Besorge die Winde für das Batmobil. Na gut, dann machen wir das. Zack. Einmal die Leiter hoch. Oh Gott, ich halte die Seier. Ich halte am besten die Straße. Gut. Er ist schon ein steiles Teil, der Batwing. Ja. Das ist schon mega. Die haben gesagt, 12G haben die da gemessen. Irgendwo, ja. Das kommt auch, glaube ich, noch. Sauber. Blockaden liefert leistungsstarke Wechselstrom Energieversorgung. Wie wollen Sie den Wagen auf das Dach kriegen? Ich improvisiere. Ja, genau. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Mach ich. Seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. Das kann ich jetzt nicht versprechen, wenn ich ehrlich bin. No way. Nee. So. Muss mal alles weg da erstmal. Machen wir später wieder auf. Sauer. So, halt, ich muss kurz zurück. So, und los. Das ganze Land liegt zu. Von Erz zerreißen. Ja, klappt ja noch ganz gut. Ja, die Einstellung nehme ich dann später vor. Oh. Halt. Nicht, dass ich hier runter. So. Und los. Yes. Ja, klappt ja ganz gut. Ah, noch ist das hier ein bisschen umständlicher. Ja, ich stelle das nachher ganz anders ein. Ja. Es passt schon dann. Nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Nee. So ist das fein. Kann ich jetzt einfach? Kann ich. Nur komm, das geht schneller. Siehst du, geht doch. Turanu. Ich mach Bubu, was machst du? So. Yes. Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, melde dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte.
Karte markiert. Danke, Oracle. Na gut. Dann werden wir uns mal dahin bemühen. Ja. Wow, 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 wow. Da unten sehe ich schon die nächsten Riddler-Rätsel. Ja. Nee, ne? Finde ich auch. Absolut. Er nimmt viel Schwung auf. Ja, mit dem, wie ich die Punkte verteile, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Nee. Weil das kostet ja alles richtig, richtig, richtig Geld. Punkte. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Uns gehört die ganze Stadt und wir bewachen unsere blöde Antenne. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Mission. Wofür brauchen wir ihn? Die Geißel. Eine Absicherung. Fünf Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Da ist ja schon einer. Ich würde gern mal sehen, wie du ihm das ins Gesicht sagst. So. Wenn ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Ja, da gebe ich dir recht. Batarang. Machen wir. Guten Tag. Hört ihr das? Da draußen ist jemand. Ihr zwei, schaut mal nach. Die Tür bleibt zu. Ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Ja, alles klar, Schiffe. Alter. Ja, wo ist er? Da. Nee. Ich weiß ja nicht, ob das geht. Ja, absolut nicht, da hast du recht. Ob das geht? Ach komm. Und jawohl, geräuschlos. Das liebe ich. Das ist der andere. Das ist der andere Spritzer. Da. Kann ich ausmachen? Komm mal runter. Und jawohl. Ich liebe es. Aha. Noch drei Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. Drei Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Die sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne. Wow. So, jetzt kommt ein böser, böser Anzug. Oh ja. Auf jeden Fall. Da ist er. Ja, Freunde, aber wie das aussieht und, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann.